Herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sturmtief, Helenia oder wie auch immer sie heißt, zieht über Deutschland. Bei mir ist heute frei am Foodtruck und das heißt, ich werde aber die Zeit trotzdem nutzen, um ein Video zu produzieren. Wir werden heute ein schönes Entrecot am Stück braten im Cuba Libre Style und das wird richtig interessant. Da könnt ihr gespannt sein, wie wir das machen, was wir dafür alles brauchen und ob es mich im Laufe des Videos beim Orkan davon weht. Das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Als Hauptdarsteller hätten wir hier heute ein richtig schönes Stück mit gut 1,5 Kilo Entrecot, natürlich vom Rind. Also da könnt ihr auch mal richtig gut in die Tasche greifen. Da darf ein richtig ordentliches Stück her, richtig gute Qualität, auch gut abgehangen. Wir brauchen eine Limette, dann haben wir hier eine Worcestersoße, wir brauchen eine Fleischspritze heute. Dann brauchen wir hier Cuba Libre, könnt ihr euch selber zusammenmischen. In meinem Fall habe ich hier von Bacardi einfach so ein Mixgetränk hier schon mal gekauft. Erfüllt genauso seinen Zweck. Und dann erstmalig heute im Einsatz mein Movistar, mein brandneues Gewürz. Infos zu meinen Gewürzen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann hätte ich gesagt, legen wir auch schon los. Dann sei euch noch gesagt, Rezept und die genaue Zubereitung gibt es unten in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu meiner Homepage. Habt ihr dann die Möglichkeit, dass ihr das Rezept ausdrucken könnt, runterladen könnt, was auch immer. Und ja, dann fangen wir an. Also was ist da heute der Plan? Wir werden uns jetzt dann eine Marinade im Cuba Libre Style zusammenstellen. Das Ganze wird dann injiziert mit einer Fleischspritze. Die braucht ihr dann zusätzlich auch. Kann ich euch unten in der Infobox verlinken, wenn ihr eine Fleischspritze braucht. Ansonsten, die findet ihr eigentlich überall, Amazon, wo auch immer. Ja, und dann legen wir da auch gleich los. Es beginnt, dass wir uns unseren Cuba Libre hier einmal in einen Messbecher reinkippen. Wie gesagt, ob euch den selber zusammenmischt, das ist eigentlich völlig egal. Da kommt natürlich die obligatorische Qualitätskontrolle, ne, dass wir da irgendeinen Scheiß gekauft haben. Ah, fast schon zu schade zum Marinieren. Auf jeden Fall kippen wir das alles jetzt hier mal in den Messbecher rein. Da schnappt euch jetzt eine Limette und die werden wir hier einmal halbieren. Und dann werden wir den Saft der Limette hier einmal reinquetschen, reinpressen. Theoretischerweise könntet ihr hier jetzt auch noch ein bisschen Zucker mit dazugeben. Ideal wäre hier brauner Zucker, aber da in unserem fertigen Cuba Libre mit dem Cola natürlich schon reichlich Zucker drin ist, brauchen wir hier nichts zusätzlich mehr dazugeben. Wir schnappen uns unsere Worcester, Worcester, wie auch immer ihr die nennt und wie sie tatsächlich heißt. Also ich glaube, keiner weiß es so wirklich. Auf jeden Fall, die nehmt ihr euch und da dürft ihr jetzt auch mal eine ordentliche Menge mit dazugeben. Das Ganze kann ja alles wirklich ein bisschen überwürzt sein, wenn man das Ganze jetzt dann probieren würde. Denn das wird ja ins Fleisch injiziert und da darf auch ein bisschen Geschmack dran sein. Unsere Marinade werden wir auch ein bisschen würzen und ich habe es ja vorhin gesagt, heute erstmalig im Einsatz mein Movistar, der Rinderrub. Ich habe jetzt auch einen Rinderrub in meinem Gewürzsortiment. Kurz erzählt, was da alles drin ist. Wir haben Gewürze wie Knoblauch, Pfeffer, Piment, Estragon, Chili und Bohnenkraut, genauso wie Salz und Rohrohrzucker. Und auch hier werden wir eine ordentliche Menge mit rangeben. Und dann geht er jetzt mit dem Schneebesen her und wir werden das alles einmal kräftig vermengen und durchrühren. Das war auch schon die ganze Kunst. Wenn ihr Eier habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt mal probieren. Also überwürzt trifft das Ganze hier wirklich gut, aber genauso soll es sein. Schmeckt auf jeden Fall schon mal hervorragend, aber als Cocktail kann ich es trotzdem nicht empfehlen. Dann habe ich ja gesagt, wir brauchen die Fleischspritze. Und ich hoffe, ihr könnt im Hintergrund wirklich sehen, wie hier der Wind pfeift. Also es ist richtig, richtig unangenehm. Was jetzt hier bei meiner Spritze noch ist, es gibt ja einmal die Spritzenvariante, dass ihr vorne eine Öffnung habt, wo das Ganze rausgeht. Ich habe jetzt hier direkt an der Kanüle, wo hier an der Seite so Löcher drin sind, dass das alles überall im Fleisch verteilt wird. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir ziehen uns einmal unsere Spritze auf. Und wir gehen in das Fleisch hinein und werden da einfach schön reinspritzen. Man kann sehen, wie das ganze Fleisch sich dann auch ein bisschen aufbläht. Und da werden wir einfach schauen, dass wir richtig gut was reinbekommen. Natürlich kann man jetzt zum einen sagen, ist schlecht, wenn man jetzt hier Löcher in das Fleisch reinsticht. Aber heute geht das Ganze eben nicht anders.
Ja, und in Zeiten wie diesen, wo sie andere Spritzen als Corona-Impfung reinjagen, haben wir jetzt unser Fleisch hier gespritzt und geimpft mit Cuba Libre. Da ist mir das Zweite definitiv lieber. Ja, und dann werden wir jetzt wie einen klassischen Braten, wie ein klassisches Rinderstück, das Ganze hier noch von oben einwrappen. Und da darf jetzt ordentlich was drüber. Unser ausgetretener Cuba Libre dient jetzt natürlich dann auch als Kleber, dass das Gewürz hier schön haften bleibt. Also das ist dann eher Feature, wenn da ein bisschen was rausläuft. Ja, und bei dem Wind geht mehr daneben, als was tatsächlich das Fleisch trifft. Aber wenn Orkane über Deutschland fegen, da darf das mal so sein. Und dann sind wir vorbereitungstechnisch auch schon fertig. Ich habe gesagt, wir können hinter an den Smoker gehen, falls es jemanden interessiert. Also wir haben jetzt da ja gut die Hälfte von der Marinade gebraucht. Also wer möchte, kann das Ganze natürlich komplett hier reinjagen. Aber irgendwann ist da einfach voll und es läuft bloß noch alles raus. Wer möchte, kann das Ganze jetzt auch noch in den Kühlschrank geben, das alles ein bisschen durchziehen lassen. Aber wir haben jetzt da beim Räuchern hinten auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, von dem her, genug geredet, wir gehen hinter an den Smoker. Für alle, die meinen Pellet Smoker nicht kennen, das ist der PG1 von Barbecue Toro. Den gibt es nicht mehr im Sortiment. Es gibt nur noch die zweite Variante, den PG2. Der ist eigentlich nur größer, hat mehr Features und ja, könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr gern wollt. Und dann hätte ich gesagt, werden wir uns unser Entrecot hier einfach schön auf den Rost hier drauflegen. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist, dass ich hier einen Temperaturfühler, den Meter, anbringen werde. Dann schließen wir erstmal den Deckel. Mehr ist für mich jetzt hier nicht zu tun. Jetzt heißt es warten. Ich schaue, dass wir so eine Temperatur von gut ja, 60, 65 Grad im Kern zusammenbringen. Ihr macht es natürlich nach individueller Garstufe, wie es ihr haben möchtet. Bei 65 Grad sollte man dann noch in so einem Bereich Rare Medium irgendwo sein. Ich sage mal, das Maximal der Gefühle ist hier wirklich irgendwo 72 Grad, weil ansonsten wird das schöne Stück Fleisch einfach zu trocken. Wenn ihr es natürlich durchhaben wollt, dann macht es so, wie ihr gerne haben mögt. Aber Empfehlung von mir hier, gut, 62 bis 65 Grad. Manche gehen auch noch tiefer auf 57 Grad, aber das ist dann schon wieder zu viel des Guten, zu englisch. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze später an. Ich schätze mal, das Ganze wird jetzt bei 170 Grad so eine Stunde, eineinhalb dauern. Ich kann es nicht sagen, aber zeige euch dann natürlich, wenn alles fertig ist. Der Mieter ist ja überwachungstechnisch mit dabei. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nachher wieder. Bis dann. Willkommen zurück, da sind wir wieder und ich möchte euch ganz schnell am Tablet hier mal zeigen, wie das Ganze jetzt ausschaut. Also wir haben einmal die Temperatur, die wir aktuell haben, dann seht ihr die Temperatur, die wir eingestellt haben, was Ziel ist. Wir sehen einmal die restliche Zeit, die wir noch haben, bis unser ja, Fleisch fertig ist und die Temperatur, die wir die ganze Zeit im Innenraum unseres Grills hatten. Ja, und dann hätte ich gesagt, ich warte jetzt, bis die Zeit hier noch fertig abgelaufen ist und dann sehen wir uns hinten am Pellet Smoker wieder und werden uns das gute Stück anschauen. Und so sieht unser Stück Fleisch jetzt aus. Also ich denke, das kann sich mehr als sehen lassen, schaut richtig, richtig gut aus. Und wie soll es anders sein? Jetzt muss ich natürlich das Regnen anfangen. Deswegen, ich werde mir das Fleisch jetzt schnappen, das muss eh nur kurze Zeit ruhen und dann sehen wir uns drüben am Tisch wieder. Oh, vielleicht kennt ihr den Moment, wenn euch einfach nur das Wasser im Maul zusammenläuft, Freunde. Also ich habe das Ganze jetzt gute 7-8 Minuten einfach ruhen lassen. Kann man gerne nur länger ruhen lassen, dass sie das einfach entspannt, dass sie die Säfte verteilen. Und ich hätte gesagt, ich mache jetzt hier einfach mal einen dezenten Mittelschnitt, Freunde. Oh, und schaut euch das an. Mega, mega genial. Also, wow. Was man auch erkennen kann hier oben, der dezente Rauchring, der dem Ganzen so den richtigen Kick verpasst. In der Mitte noch schön rosa. Wirklich sehr gelungen. Absolut genial. Und dann hätte ich gesagt, werden wir uns jetzt hier einfach mal eine schöne dünne Tranche runterschneiden. Oh, herrlich, herrlich, Freunde. Schaut euch das an. Also ich glaube, besser geht Rindfleisch nicht. Tja, und dann hätte ich gesagt, ist Probierle-Zeit und da machen wir schnell eine andere Einstellung. Also könnt ihr sehen, wie das tropft hier. Das ist
super, super. Also da geht einem das Herz auf, Freunde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich sag guten Appetit. Da fehlen dir die Worte, Freunde. Da fehlen dir die Worte. Brutal. Also wir reden hier tatsächlich immer noch von Rindfleisch, aber das ist Rindfleisch in Perfektion. Wir haben eine Cuba Libre Mischung hier rein injiziert. Also da ist der Geschmack definitiv da. Was durchkommt, ist das Wuster, die Worcester Soße. Von dem Süßen merkt man jetzt eher wenig. Was ich gesagt hätte, was man vielleicht nur so ein bisschen merkt, ist so das, dieser Alkohol von dem Rum, den man da drin hat. Aber in Summe, könnte es alles nur ein bisschen intensiver gewürzt sein, dass man da wirklich so Geschmack drin hat. Nichtsdestotrotz hast du natürlich den puristisch genialen Rindergeschmack. Und oben die Kruste mit dem Rub, den wir drauf gegeben haben, das ist auch gigantisch. Also der Rub, mega, mega geil. Habe ich was richtig Gutes auf den Markt gebracht, das könnte man glauben. Müsst ihr natürlich auch ausprobieren, ich kann viel erzählen. Lasst mich da nochmal schnell essen. Einfach top, Freunde. Also da jetzt schön Bohnen dazu und ein paar Pommes, schöne Barbecue-Soße vielleicht. Mehr braucht man da nicht, um glücklich zu sein. Oder einfach puristisch bloß mit einem Stück Brot genießen. Gibt viele Möglichkeiten. Also da habt ihr auf jeden Fall Freunde, wenn ihr das einmal ausmacht. Geht natürlich auch auf dem Kugelgrill, muss ganz klar gesagt werden. Und ansonsten den Pellet Smoker super easy. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde, 1,5 Kilo in Perfektion gegrillt. Ja, also mir hat das Ganze mega Spaß gemacht. Ich denke, euch wird es auch Spaß gemacht haben, denn so Rindersteak-Videos sind einfach immer geil. Und hat euch das Video gefallen, dann gebt mir den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, dann könnt ihr das hier oben gerne nachholen. Ich bin an dieser Stelle raus und hätte gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Sagt danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister. Ciao, ciao.